wir brauchen die Grossbildanzeige, weil sie uns ganz wichtige Hinweise liefert über das aktuelle Geschehen. Wir sehen dort drauf, wie viele Einsätze das gewesen sind, wie viele Notrufe wir bearbeitet haben. Und auch ganz wichtig, sie monitorisiert unsere Performance. Das heisst, wir haben die Leistungsvorgabe, innerhalb von 10 Sekunden Notrufe entgegenzunehmen. Und das wird auf deren auch ausgewiesen. Sichert Ausrückzeiten von Rettungsdienst und Feuerwehr. Dort monitorisieren wir, wie lange das die Feuerwehr oder der Rettungsdienst gebraucht hat, ab Alarmeingang bis Ausruck an Ereignisort. Dann auch wichtig für uns ist die Zahl, wie lange das der Rettungsdienst braucht, um einen Patienten in der Klinik zu übergeben. Dort haben wir so den Hinweis, wie belastet das Kliniken sind. Wenn wir sehr hohe Anruferzahlen haben, sei das auf dem Notruf oder auf den Amtsleitungen, oder wenn die Performance sinkt unter die 90%, dann wird der Schichtleiter Mitarbeitende, geschulte Mitarbeiter aus dem Büro holen, wo können wir unterstützen. Die Person, die den Notruf 144 oder 118 wählt, die profitiert von dieser Grossbildanzeige, weil sie hilft, sicherzustellen, dass immer genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, die schnellstmöglich den Notruf entgegennehmen können.